So, 10 Seconds läuft, jetzt hat er... Los. Rechts Ballbreakers, links die Kansas Boys. Ja. Auf geht's. Ja. Ballbreakers mit einem Runner Richtung Snake. Ja. G1. Ja. Auf Wop-Seiten, schön geschossen. Kansas hat den Dorito Cornerläufer direkt auf Break verloren. Und straight around. Doppel-Snake vom Ballbreakers. Ja, der eine spielt Tape, der andere, der Nico, der spielt Cross. Oh, nur Soße. Suppe. Das ist der Fabi. Fabi ist es, glaube ich. Fabi in der Snake, dahinter ist der Senior. Ja. Und G1 aber auch bei Ballbreakers. Sven geht weg. Senior arbeitet sich weiter in die Snake 50. Ja, schönes Ding. Keiner hat ihn auf dem Spiegel. Keiner hat den Senior auf dem Spiegel. Ja, fappst du gerade vom Snake Corner rüber und schießt auf die Dorito 3-Seite hier von Kansas. Kansas macht auf dem Center auf, ja, auf dem Tempel. Snake 50 von den Ballbreakers geladen. Das haben die Jungs überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, muss er jetzt aufpassen. Jetzt Snake ist auch geladen. Und die Snake, eine Snake lässt sich checken. Ja. Ist safe. Oh, jetzt wird es spannend in der Snake. Snake 2, G2 bei Ballbreakers. Und Ballbreakers haben nur, der hat nur Chokes. Fabi hat nur Chokes in der Snake. Kann nicht schießen, kommt nur super raus. Das ist so Nico, oder? Nee, Senior ist jetzt raus, kommt durch. Okay, aber Snake ist raus, One Trade, schön. Ja, und? Aber der nächste, Snake 2, jetzt kommt der Run über. Jetzt kommt der Run Swing, und jetzt wird da hinten rum gebunkert. Ja. Und das da wird Fab so umlackiert. Ja, schade. Also, das war schade, weil wirklich der Ballbreaker-Spieler in der Snake, also die hintere Snake sozusagen, der Front ist, hat sich getradet mit den anderen Spielern. Aber Fabi hat nur Suppe geschossen, deswegen konnte er wirklich gar nicht arbeiten. Ich hoffe, das regelt er am nächsten Punkt, da ist die Farbe oder die Kanone, weil er weiß, was jetzt da schief läuft. Ja, vielleicht hart geslidete Paint zu brüchig und richtig, nur Soße im Hopper, das kann schnell passieren bei der AM Paint. Richtig, und vor allem bei dem Wetter, ich finde das immer noch ziemlich kühl hier. Also vor allem auf dem Turm hier ist es ein bisschen kühl. Ja, und deswegen, mal schauen, aber im Laufe des Tages sollte sich das eigentlich halt einrenken. So, nächster Punkt. Ballistics rechts, Wop links, Wop gerade den Punkt noch geholt. Solide geholt, ja, definitiv. Ja. Seiten. Schönes Licht. So, von links Ballbreakers, von rechts Kansas. Bremen. Oh, jetzt ohne Kanone. Er ist ohne Kanone. Senior ist ohne Kanone. Ja, geiler Move. Hab ich noch nie erlebt. Ich auch nicht. Hab ich noch nie erlebt. Was ist da los? Ohne Kanone. Und Dorito 3 besetzt. G1 bei Ballbreakers. Ballbreakers haben ersten Mann verloren. Nico sitzt beim Center und wird ihm wahrscheinlich dann seine Pötte geben. Ja, und Nico ohne Kanone. Sowas habe ich auch noch nie erlebt in den 10 Jahren, die ich Paintball spiele, dass jemand ohne Kanone aufs Feld geht. Aber ist das nicht eigentlich, musst du nicht mit vollem Equipment aufs Feld gehen? Kann ich dir leider gerade nicht beantworten. Auf jeden Fall, jetzt kommt der Run. Der Move! Game-breaking Move! Alter, Snake. Oh, da hat die Snake aber aufgepasst. Er hat aber hier zwei Leute mitgenommen. Drei Leute weg. Also schöner Move von Gray. Dieser Typ. Nee, zwei Leute, ne? Zwei Leute. Okay. Wing schade. Sitzt. Wing okay, sitzt. Also jedenfalls hat aufgeräumt. G2 oder G3 bei Ballbreakers Seiten. Eigentlich nur eine Kanone jetzt noch auf dem Feld. Nico sagt im Center, was Phase ist. Also gut, das habe ich noch nie erlebt. Er wird jetzt einen Faker-Move bestimmt bringen. Schade. Jetzt ist er abgeflogen, sitzt der Center alleine. Und ja, das war's. Das war's. Punkt für Kansas. Aber ganz ehrlich, Kanone. Cool gemacht. Keine Kanone, trotzdem cool gemacht und die Ansagen gemacht. Und hier von Gray einfach mal durchmarschiert, die Lücke genutzt. Schade ist, dass er den Wing nicht noch mitgenommen hat. Aber da hätte er... Er hätte nicht so weit im Dorito hier stoppen müssen. Richtig, dann hätte er das noch clearen können. Aber wie gesagt, da haben die Kansas im Dorito 1. Der Corner hat ihm dann mit Genick gebrochen, weil der Snaker hat es erst mitgekriegt, wo auf Höhe vom Dorito war und hat dann auf dem Corner ihn dann genascht. Weil hätte er da gestoppt, hätte er schön die Snake noch mitnehmen können, vorher des Wings. Jetzt zeig mal, was er macht. Bin mal gespannt, wer heute das erste Penalty holt. Ja. Und Game On. Oh, direkt Wing. Aggressiv davon. Oh, vom Ballbreaker. Der Hopper-Treffer bei Ballbreakers hat noch keiner gesehen. Lass dich checken. Oh, one for one. Ah, doch nicht. Ah, da waren sie gnädig. G2 bei Ballistics. Ja, kein Ballistics bei Ballbreakers. Aber, Oh, jetzt W-Fight. Aber,
Killzone hat auch schon einen geloost. Snake ist weiter zugelandet. Snake Corner, beide Teams im Wing. Die Kansas Jungs sind in der Snake gelandet. Oh, das Wing wird jetzt... Das wird... Also der Herford-Spieler, Kansas Killzone, Bremen-Spieler spielt auf die Snake-Seite und bei Ballbreakers spielen aufs Dorito vom Wing her. Noch haben sie nicht mitgekriegt, dass sie beide drin Snake. Sind. Oh, oh, jetzt, 50 wird's, Snake. Jetzt wird's eng. Fabse macht auf dem Center, auf dem Snake-Corner auf. Oh, jetzt sind sie jetzt beide sind an derselben Seite. Wer schießt zuerst und kriegt's mit? Aber Kansas dreht sich rum. Ja, ja, jetzt. Trade. Na, was wirklich? Also ich hab Chief. Nicht... Nein! Das ist bei Sven immer das Problem. Ja. Er geht dann, er denkt, er ist getroffen, aber er ist nicht getroffen. Es sah gerade nicht hätte, so aus. Er sah gerade nicht so aus, als ob er getroffen wurde. Deswegen wäre es fatal. Ja. Dorito 2 jetzt von Kansas geladen. Und Snake. Kansas ist schon in der Snake von den Ballbreakers drin. Ja. Beide Kanonen gucken jetzt. 2-3. Ja. Ja, beide. Jetzt müssen sie Cross spielen. Ah, Nico. Sedo lässt sich checken. Ja. Und out, ja. Ja, nur noch Hops G4, nur noch der Corner bei den Ballbreakers. Snake Seite. Die Snake geht durch. Und die Snake kommt. Extra Ball. Run through. Klick, klick. Das war's. Und wieder wurde er richtig ausradiert. Seine Jungs lassen ihn da jetzt gerade echt ein bisschen hängen. Also. Und der erste Buzzer des Tages heute? Nee, nee, die haben jetzt schon ein paar Mal gebuzzert. Die haben schon gebuzzert? Die haben schon gebuzzert. Okay. Das war keine Towel-Party hier. Schade. So, damit steht es jetzt bei Ballbreakers gegen Kansas. 3-0? Nein. Ballbreakers hatten den... Oder? Nee, 3, ich glaube 3 steht 3-0. Dann machen wir, fangen wir mal mit der Stricherliste genau. Hier an. Bei Ballistic Göttingen und WAP stand es ja jetzt 2-2, ne? Ne, 2-1 für... 2-1 für WAP. Gut, dann mache ich mir gleich mal 2... Spielt, das war eine schöne Zeit mit dem Knaben. So, und der kann es auch nicht sein lassen. Man kann es einfach nicht sein lassen. Nee. Ballbreakers von links. Oh, schon wieder Probleme mit der Kanone. Kansas von rechts. Dann schmeißt doch bitte, mach doch bitte eine Pause. Timeout wurde nicht angesicht. 30 ist noch, also ich würde mal Timeout rufen. Machen sie aber nicht. Jetzt haben sie gleich ein Problem. Oder kam ein Timeout? Ich habe es nicht gehört. Ich habe es nicht gehört, ja. Aber sind schon 5 drauf. Achso, dann war es einfach einer zu viel. Ja. Okay, gut. So, jetzt geht's los, Boys. Kommt jetzt, Ballbreakers. Zieht mal einen Finger. Ja, Snake Runner direkt bei Ballbreakers. So. Nee. Wing. Den großen Tempel anders. Alle Snake. Pfeife okay. Live auf beiden Seiten. G1 nein, auf Kansas-Seite. G1 auf Ballbreakers. Oh, erste Strafe heute. Ja, one for penalty. One. 1-for-1 und damit die Snake-Seite offen, nur der, ja, aufgemacht. Also G2 auf Ballbreaker-Seite, die Snake-Seite hat jetzt ein bisschen aufgemacht, also können noch blocken. Jetzt kommt der W-Spieler. Wing, Wing und Snake 1 geladen von also, den Ballbreakers. Also, wie ich sehe, haben Ballbreakers extreme Probleme mit der Paint. Ja, Ballbreakers. G2 auf Kansas-Seite. Ja. Oh, oh, und jetzt holt er sich. Jetzt. Ja, er hat ihn gekillt und schade. Jetzt. Ja. Jetzt haben, sie sich getradet. Jetzt haben sie sich getradet. Wir haben so. Hier jetzt ein. Also. Die Snake 2 ist gesetzt von Ballbreakers ja. Noch. Oh, da hat er sich von dem letzten Cornerspieler hinten von Kansas killen lassen. Nein, hat er. Schade. Das war. Sitzt hier hinten noch jeder? Nee, ich, ne? Nee, ich glaube, das war's. Oh, oh, oh. Das war dann gleich, ja. 4-0 Klatsche. 4-0. Willkommen in der dritten Bundesliga. Verhext. Ja. Oh, Mann. Ja, das ist kein schöner Einstieg, wenn die Farbe spinnt oder die Markierer und man dann einfach so weggefrühstückt wird. Mal gucken, was die Jungs hier heute noch bringen. 14 Teams haben wir ja insgesamt, ne? Ja. Wurde aufgestockt mit der Regio, weil die Regio ja nicht voll wurde? Genau, da sind die Berlin Sundays Jungs hochgerutscht. Auch die Ball... Ja. Ja. Ist. So. So. Und dann schauen wir gleich mal, was sich jetzt Ballistics gegen diese überlegenen WAP-Jungs einfallen lässt, weil momentan sah es echt schlecht aus für Ballistics. Da sind sie echt schräg abgeflogen. Oh, die Füße werden auch langsam wieder warm. Ja. Was? Lass. Was machst du? Junge! So ist gut. Nimmst du weg die Hände, du F-Schnitzel.
Und die Sonne kommt raus. Also wird ja heute wird doch noch ein schöner Lass Tag. Die Bäume fällen, wir ja wollen Sonne haben. Ja. Und ich will morgen warm haben. Ich will mir den Arsch beim Training abfrieren. Wo trainiert ihr morgen? Helenesee. Ach, genau. Ja. Das Dings wurde ja leider abgesagt, jetzt jemand Turnier, ne? Ja. Schade, hab ich gehört. Das ist wohl wahr. So. Haben sie wohl ein Timeout genommen, oder? Um nochmal alle durchzukaspern. Ja. Ach ja. Stimmung, Konfetti, Party! Macht mal Farbe, macht mal Stimmung, macht mal Action. Wenn ihr Fragen habt, haut sie einfach mal quer durch. Ich schaue hier ab und zu mal auf den Monitor, was da Phase ist in, mit eurem Palaver. Mittlerweile haben wir auch 77 Zuschauer und 91 Leute im Chat. Was passt da von den Zahlen nicht? I don't know. So. Immer noch keine Regung irgendwie auf dem Feld? Nö. Ach, guck mal. Die guck warten mal die Begegnung ab, weil der Spieler ist noch da hinten im Corner drin. Ach. Ach. Ach, deswegen. Ja, aber ist auch geil. Anscheinend hat der Junge keine Erfahrung. Warum geht er nicht einfach buzzern? Das muss mir mal einer erklären. Ich hatte gedacht, hier wäre schon Tröte gewesen. Ich dachte, ja. Letzten 60, er hat keinen Plan, was Phase ist. Also, ich bin jetzt, also, was hier passiert heute, ja, baff. Also, ich dachte, die Nummer ist durch, aber ist wohl nicht dem Fall. Er ja dachte, es ist hier noch irgendwie Action und er hat irgendwie, ist vielleicht selber ja noch nicht ganz wach. Ja. Ja, Jung. Oder ja einfach halt Zeit ticken lassen, weil so wie es aussieht, wusste er, dass er keiner ist und er lässt einfach die Zeit ticken. Aber was eigentlich Schwachsinn lieber ist. Weil 4-0 ist 4-0 und da ruhe ja ich mir auch lieber den Punkt anstatt die Zeit und so. Ja. Aber ist egal, so. Gut, dann ja war es das also gewesen. Also, ist keine Ahnung. Gut. Haben wir es. Also, dann ist ja jetzt, ja. Also schon mal im ersten Block crazy also Geschichten. Geht schon super los auf jeden Fall. Die Saison 2017 ja fängt also total verrückt an. Jetzt geht's endlich los. So, jetzt ja geht's weiter. Also